zu Maria und sagte, bald bekommst du ein Kind, glaube ich. Gottes Sohn, glaube ich. Maria war sehr überrascht. Dann mussten die auch aus ihrer Stadt nach Bethlehem ziehen, wegen den Zolleinnahmen und sowas. Und dann haben die bei ein paar Leuten so gefragt, können wir bei euch noch übernachten? Alle so, nein. Wir haben keinen Platz mehr, aber ihr könnt da hinten im Stall schlafen. Dann haben die erstmal alle Tiere auf Seite geschafft. Jesus wurde im Stall geboren. Und da haben die das Baby in die Futterkrippe gelegt, also dann noch Stroh erstmal hingetan. Und die Tiere hatten da auch nichts dagegen. Und da waren auch solche Leute, die so einen Stern, die sich gut mit Sternen auskennen. Die sind immer den Stern gefolgt. Und sind dann zu dem Stall gekommen. Die brachten denen dann Geschenke. Weihrauch. Ein Hund. Myrrhe. 1000 Pferde. Und Gold ist halt Gold. Ich glaube auch ein paar Hirten waren da. Jesus hat Engels geschickt. Ja, dann gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe. Oder irgendwie sowas. Frieden auf Erden oder irgendwie sowas. Die Hirten schenken Jesus halt ein Schaf. Und so ist auch, glaube ich, irgendwie Weihnachten entstanden. Das ist ja im Dezember passiert. Wir machen das jetzt auch im Dezember, kriegen auch Geschenke.